Ja, ich bedanke mich. Ich bedanke mich für die freundlichen Worte zur Begrüßung und bedanke mich für die Einladung, hier zu Ihnen sprechen zu können. Und wie Sie sehen, habe ich den Titel etwas verändert. Das kommt im Laufe der Entwicklung so eines Vortrages schon vor, dass einem denn doch nochmal das passendere Wort für irgendetwas einfällt. Also CO2 vermeiden, mehr CO2 sichert die Biosphäre. Die offizielle Klimapolitik sagt, wir müssen CO2 vermeiden, um unsere Erderwärmung zu verringern. Das sagt zum Beispiel Dr. Oliver Gehden von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Deutsches Institut für internationale Politik und Sicherheit, in einem Artikel in der FAZ vom 4.26.14, wie viel Klimaforschung braucht ihr noch? Und da sagt er, dass sich die Grundthese vom menschengemachten Klimawandel in den vergangenen Jahren weltweit durchgesetzt hat, ist unabweisbar. Unabweisbar, der Gegenbeweis, trotz Beginn unserer CO2-Emissionen ab circa 1950 haben wir weltweit keine bleibende Erwärmung, beziehungsweise wir haben eine Erwärmung vor CO2-Emissionen und wir haben Abkühlung trotz CO2-Emissionen. Unabweisbar wirklich, prüfen, denn CO2 ist schließlich die Grundlage der Biosphäre, der Grundbaustoff der Nahrungsmittel. CO2 ist ein Lebensspender statt Klimakiller. Und welche Faktoren sind zu berücksichtigen, wenn man darüber sprechen möchte? Einmal CO2-Ankunft und Herdanteile und Verhalten, dann zum anderen die Grundlage CO2 als Grundlage der Nahrungsmittel, dann CO2 als Baustoff und dann die globalen Temperaturschwankungen natürlich. Die Herkunft ist einfach. Heute kommt CO2 aus Vulkanen und aus Smogern am Meeresgrunde. Der Ätna fördert täglich zum Beispiel 35.000 Tonnen. Die Fördermenge der Smoker am Meeresboden ist unbekannt. Eine genaue CO2-Bilanz ist dort nicht möglich. Nun ist das so. Vor sehr langer Zeit, im Proterozoikum zu Beginn, also vor etwa 4,5 Milliarden Jahren, wir hatten hier Kohlendioxid, aber kaum Sauerstoff. Warum? Weil in der Phase vorher der Kohlenstoff sich mit dem Sauerstoff verbunden hat. Und im Laufe des Proterozoikums hat schon die Photosynthese dazu beigetragen, dass wir eine Abnahme von Kohlendioxid hatten, aber eine Zunahme von Sauerstoff. Und dann sehen Sie oben, im Paläozoikum und im Mesozoikum, also von den 600 Millionen Jahren, dort haben wir dann schon eine starke Abnahme wieder vom Kohlendioxid bei 300 Millionen Jahren, da komme ich noch drauf, aber auch eine Zunahme von Sauerstoff. So. Im Känozoikum, das ist die Erdneuzeit, also seit 60 Millionen Jahren, hatten wir nochmal einen Hochpunkt der CO2-Konzentration vor 50 Millionen Jahren, aber dann eine stetige Abnahme und auch eine Unterschreitung der Mindest-CO2-Konzentration, die wird aber gleich noch im Einzelnen behandelt. Im Holozän, also das ist die Zeit der Eiszeit, ich darf mal darauf hinweisen, dass ich einige Grafiken von Herrn Kollegen Puls bekommen habe, wofür ich mich bedanke. Herr Puls hat schon mal darüber gesprochen in Hamburg und das ist jetzt gewissermaßen eine Fortsetzung dessen. Also im Holozän hatten wir eine relativ konstante CO2-Konzentration von ungefähr von 270 ppm. Der CO2-Anteil in der Uratmosphäre war ca. 10%. Der CO2-Anteil heute ist ca. 0,04%. Wo sind die fehlenden 9,96% geblieben? Und das CO2 aus zwischenzeitlichen Vulkanemissionen, die sind ja dazugekommen. Alles dieses CO2 ist als Baustoff verbraucht worden und in Produkten enthalten.
Nun, die CO2-Anteile heute, die Anteile der gegenwärtigen Atmosphäre, wir haben 78,1% Stickstoff, 21% Sauerstoff, 0,9% Argon und 0,04%, gleich 400 ppm Kohlendioxid und andere Spurengase. Und von den 0,04% sind wiederum 97%, das heißt also 388 ppm natürlich und 3% sind anthropogen. So, das ist mal hier als Block mit dargestellt, damit man einen optischen Eindruck bekommt von dem Stickstoff. Der überwiegt natürlich, dann haben wir den Sauerstoff, Argon unten rechts und den CO2 noch kleiner. Und deswegen ist er hier nochmal extra rausgezeichnet worden. Das ist der CO2-Anteil gesamt. Und hier haben wir den mal in einer Darstellung, bei denen die Luftanteile je 10.000 in 10.000 Quadrat unterteilt sind, sehen Sie, und wir haben nun drei Anteile CO2, alles andere sind andere Gase, und einer, der eventuell dazugekommen ist oder der dazugekommen ist, und der soll nun alles Schlimme machen. CO2-Herkunft und Eigenschaften. Wenn eine Zeitung über CO2 berichtet, nicht wahr, dann sind es meistens Wassertürme, die dann Wasserdampfwolken machen. Das ist eine Lüge, CO2 ist ein unsichtbares Gas. CO2 ist farb- und geruchlos, es ist nicht brennbar, es ist ungiftig, es ist schwerer als Luft, 1,96 Gramm je Liter zu 1,3. CO2 ist vulkanischen Ursprungs, es entsteht durch Verwitterung von Gestein, entsteht durch Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas und entsteht durch Zersetzung von Biomasse und ist, last not but least, der Baustoff der Pflanzen und Tiere. Der Beginn der Nahrungskette, Ihnen allen bekannt aus der Schule, Photosynthese, 6 CO2 und 6 H2O, gibt es die 6O12, O6 und 6 Sauerstoff. Auf diese Art und Weise ist dann auch der Sauerstoff angereichert worden und zu uns gekommen. Das heißt, ohne CO2 haben wir keine Photosynthese, wir haben keine Nahrungsmittel und wir haben keinen molekularen Sauerstoff, also auch kein Leben. Nun, ein paar Beispiele für das, was davon abhängt. Das sind Einzeller, Plankton, Schwämme, Korallen, Weichtiere und wir alle. Und hier haben Sie dann zum Beispiel Riffkalke, Kalkriffe, dann haben wir Öl, Schwarzschiefer, Gasschiefer und so weiter, Kalkriffe allerdings und was alles daraus entstanden ist und auch wir Menschen wären dann nicht da. So. Nun, nach der TRCS haben wir ein Plant Growth Requirement von 150 ppm. Das heißt also, wenn der CO2-Gehalt unter 150 sinkt, hat die Pflanze nicht mehr genug CO2 und stirbt ab. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und umgekehrt ist es so, dass wenn wir mehr CO2 haben, ist das Wachstum besser. Das Wachstumoptimum liegt etwa zwischen 500 und 600 ppm. Und das ist hier so dargestellt, die optimale Versorgung. So. Nun, wir sollen CO2 einschränken, wo es immer mehr Menschen gibt auf der Erde und wo es immer mehr Hunger gibt. CO2, den Grundbaustoff der Nahrungsmittel, nicht überzeugend. Jetzt kommt der nächste Punkt, der nächste Komplex, CO2 als Baustoff. CO2 ist mittels Photosynthese der Grundbaustoff der Nahrungskette, habe ich schon gesagt. CO2 ermöglichte Wälder, also auch Kohle, die Bildung von Kohle. CO2 ist der Grundbaustoff für die Skelette vieler Tierarten. Wir haben einen CO2-Anteil von 9% in uns. Ein Kohlenstoffanteil von 9%. Der CO2 ist der Grundbaustoff vieler Gesteine, Anteil am Kalkstein 40%. Und der CO2 ist ein wichtiges Industriegas und für viele Anwendungszwecke. Und hier sehen Sie mal so ein Beispiel aus einer Arbeit von Fred Müller und Herrn Limburg. CO2 als Baustoff, ein Beispiel, Kalkstein im Schweizer Jura. Sie können sich vorstellen, 40% dieser Masse sind CO2. Ne? So.
Und das sind dann die Fossilien, die das machen, die das so aufbauen. Das sind in diesem Falle Hexakorallen, wobei ich nicht genau weiß, ob die aus der gleichen Formation kommen. Die können auch älteren Datums sein, aber das wäre dann so ähnlich. Nun, die Klimapolitik. Sie werden sich erinnern, 1972, die UN-Konferenz in Stockholm, das Ziel war oder das Thema war Umweltschutz. 20 Jahre später, UN-Konferenz Rio de Janeiro, es wurde der Klimaschutz ausgerufen, weil als Weltproblem und Aufgabe formuliert wurde, wir haben vermutlich durch CO2 versuchte globale Erwärmung. Und 1997 hat dann die UN-Konferenz in Kyoto in der Staatengemeinschaft eine Klimarahmenkonvention als Grundlage für internationalen Klimaschutz beschlossen. Das hat in vielen Instituten einen Sturm auf die Computer ausgelöst und viele Leute haben ihre Modellierungen gemacht, nicht wahr, und haben dann die zukünftige Entwicklung mit Hilfe von Simulationsmodellen gemacht. Und John Christie von der Universität Alabama hat mal von 73 solcher der führenden Klimacomputer die Ergebnisse zusammengestellt und dann kommt hier das raus mit der dicken roten Linie dazwischen, die Grundlage der Politik ist, aber die sich von der Realität sehr stark unterscheidet. Das ist hier heute Morgen auch schon mal dargestellt worden. Das ist das Gleiche, schon bekannt. Ja. Die Ursache ist nicht bewiesen. So. Haben wir eine Erderwärmung durch CO2-Emissionen statt einem natürlichen Klimawandel? Klima- und CO2-Gehalt der Atmosphäre und Meere sind von Natur aus variabel. Welches Kriterium kann das Modell anthropogene Erderwärmung beweisen? Der Beweis wäre, wenn eine globale Erwärmung ab ca. 1950, weil wir nämlich seitdem verstärkt Kohle, Öl und Gas verbrannt haben oder verbrennen, wenn die dann mit den daraus sich ergebenden CO2-Emissionen überall auf der Welt eine globale Erwärmung erzeugen würden. Das heißt, wenn die CO2-Erwärmung ab 1950 überall eine Erwärmung erzeugen würde, dann wäre das, könnte man denken, das ist tatsächlich so. Nun, wie sieht das aus? Natürlich, wir haben einmal jetzt über die Temperaturen, wir haben variable Bahnparameter, das ist alles auch schon besprochen worden, die erzeugen Strahlungszyklen von Jahrtausenden bzw. Jahrzehntausenden. Und als Ergebnis dieser langanhaltenden Zyklen haben wir beispielsweise die Eiszeiten, hier die letzte Eiszeit. Und es ist so, dass es Eiszeiten auch schon in früheren Perioden gegeben hat, die auch noch intensiver waren als die letzten. Wir haben auch die Sonne als veränderlichen Stern, der Sonnenfleckenzyklen macht und ebenfalls solche Zyklen darführt. Und das Eigenartige ist, früher hat man viel mehr an solche Zyklen gedacht. Wenn heute von Änderungen der Temperatur die Rede ist, dann denkt man meistens immer nur an CO2. Das heißt, während früher immer so an Zyklen gedacht wurde bei Temperaturschwankungen, muss es heute immer gleich CO2 sein. So, das ist ein Klimawandel durch Solarzyklen, Kalt- und Warmzeiten seit 9000 Jahren, wiederholte Erwärmung von größer 2 Grad haben öfter stattgefunden. Wir haben hier das mittelalterliche Klimaoptimum, wir haben den Weinanbau in England und wir haben dann die kleine Eiszeit, als man auf Hollandskrachten Schlittschuh laufen konnte. Die Temperatur korreliert mit der Sonnenaktivität, hier unten die Kurve für Europa von Sir Christopher Monckton. Sie sehen den Bezug kleine Eiszeit, dann unten und wie jetzt nach dem Ende der kleinen Eiszeit, wie die langsam in Abschnitten zu Ende geht und wie wir dann langsam eine Rückerwärmung bekommen.
Wichtig ist dabei, daran zu erinnern, dass wir Daten, die wir gemessen haben, ab 1659 zur Verfügung haben, während der IPCC immer nur Daten nimmt, die jünger sind als 1860. Gut, der Klimawandel natürlich oder anthropogen. Die Beurteilung erfordert eine Analyse natürlich auch der Temperaturentwicklung und da muss man die Frage stellen, was wurde gemessen? Die Auswertung habe ich durchgeführt mittels Temperaturganglinien aus Langzeitdaten. Das sind 82 Stationen, die 1659 beginnen. Dann aus Kurzzeitdaten ab 1880. Das sind 1097 Stationen. Und aus Kurzzeitdaten, die 1940 beginnen, das sind 739 Stationen. Die Langzeitstationen stammen aus der Wetterzentrale.de. Die Kurzzeitdaten aus NASA GIS. Gut, wenn man das angrund von Temperaturganglinien eichen möchte, dann muss man die, oder erkennen möchte, muss man die Ganglinien ja etwas eichen und sich überlegen, wie sieht das denn im Einzelnen aus, wenn wir eine Erwärmung haben infolge größerer Einstrahlung, dann kriegen wir eine Kurve, die so aussieht wie diese hier, für Elobet, liegt in Nordafrika. Wenn wir eine Erwärmung haben zwischendurch infolge einer Stadtentwicklung, wie hier zum Beispiel, wo wir erst eine niedrige Temperatur haben und dann nachher eine höhere, aber dazwischen einen Anstieg wegen der Stadtentwicklung und was alles mit dem Energieverlust oder Verbrauch durch die Menschen zusammenhängt, das wäre also dann eine Stadtentwicklung. Ich will mal sagen, die Erwärmung, die daraus geht, hat einen Fachnamen, der ist der UHI, das ist der Urban Heat Effekt oder Stadtentwicklung. So. Und was wir haben dann auch das Gegenteil, eine Abkühlung infolge verringerter Einstrahlung. Und wir haben, und das kommt besonders häufig vor, langfristig gleichbleibende Temperaturen, aber mit vielen Zwischenwechseln, mit wärmer, kälter, wärmer, kälter und so weiter, was natürlich dann durch die Zyklen verursacht wird. Nun, wie sieht das denn aus? Die Langzeitkurven, das sind hier vier Stück, die beginnen 1659, oben in Mittelengland, dann Berlin, dann De Bilt in Holland und dann Uppsala. Und hier die nächsten in Petersburg, in Paris, in Wien und in Mailand. Wenn man sich diese Langzeitkurven ansieht, kann man ab 1950 keine Erwärmung erkennen. Das ist nicht zu sehen, die hat nicht stattgefunden. Also jedenfalls ist nichts gemessen worden. So. Es gibt bei den Langzeitkurven regionale Unterschiede. Wenn Sie zum Beispiel De Bilt sehen oder Berlin oder Stockholm, dann unterscheiden die sich. Es gibt, das heißt, regionale Unterschiede, entweder durch Gebirge oder durch Nähe von Flüssen und so weiter, ist das ja immer etwas anders von Ort zu Ort. Und es gibt auch Änderungen, die gleich sind. Und das ist hier zum Beispiel der Fall für die Stationen Wien und Prag. In Wien und Prag, die sind so ein paar hundert Kilometer voneinander entfernt. Und als die Leute dort gemessen haben, hat sicherlich keiner vom anderen abgeschrieben, denn das war ja gar nicht möglich im 1700 so und so viel. Also haben wir doch ein ziemlich gleiches Bild. Aber wir haben auch hier eine Erwärmung zum Schluss nachher. Aber die hat auch mit CO2 nichts zu tun, denn einmal ist das woanders ja nicht da. Und zum anderen können wir hier sagen, das ist eine Entwicklung der Stadtentwicklung des UHI. Wenn wir das zusammenfassen, diese 82 Beispiele, dann haben wir hier Kopenhagen, De Bilt, Berlin, Wien, Paris, St. John's, Jakutsk, Darwin, Alice Springs und Wellington und Auckland. Das ist nur ein Teil. Und in keinem dieser Kurven sehen Sie einen Anstieg der Temperatur nach 1950. Das heißt CO2, Fragezeichen wo, man kann ihn nicht sehen,
Jetzt kommen die Kurzzeitdaten. Die Kurzzeitdaten beim IPCC ist das so, der gibt uns immer nur die Global Mean Temperature an, also die Mittelwerte für die Welt, aber keine Ganglinien für Einzelstationen. Und diese Global Mean Temperatur sieht so aus, dass wenn ein Politiker, der von den Details keine Ahnung hat, diese Kurve sieht, muss es damit Angst zu tun kriegen, weil es ja hier furchtbar warm wird nach 1960. Jedenfalls anscheinend. Wenn man nämlich jetzt sich das mal genauer ansieht, dann stellt man fest, außer der Tatsache, dass wir nur Mittelwerte angegeben haben, dass wir keine Ganglinien haben, dass wir auf der rechten Seite einen überhöhten Maßstab kennen. Und das können wir vergleichen mit einer Kurve von De Bild. Jetzt haben beide Kurven den gleichen Maßstab. Ja? Und Sie sehen, dass die Kurve oben, also das ist jetzt die maßstabsreduzierte Kurve, noch viel gemäßigter auftritt als die von De Bild. Ne? Also es ist ein überhöhter Maßstab im Kurzbericht für Politiker, der soll Besorgnis erzeugen, das ist sicherlich kein Zufall, aber gleicher Maßstab entlarvt die Änderungen als harmlos. Nun, die Ursache kommt vor der Wirkung. Wir haben hier die Ursache unten, das ist der Carbonverbrauch, Kohle, Öl und Gas ab 1940, 1950 kann man sagen. Aber bevor das verbraucht wurde, hatten wir Solar Activity, hatten wir eine Erwärmung. Wir hatten dann eine Abkühlung, da wurde trotzdem CO2 produziert. Und dann wieder eine Erwärmung, dann stimmt es mal, aber dann kommt anschließend wieder eine Abkühlung und dann stimmt es wieder nicht, weil dann die CO2-Produktion ja weitergegangen ist. Gut, das Bild sehen Sie hier nochmal. Wir haben unten links, das ist offiziell für das Klima in USA, wir haben eine Erwärmung bis 1940, eine Abkühlung bis 1975 so ungefähr, dann wieder eine kurze Erwärmung und wieder eine Abkühlung. Und interessant ist auf der rechten Seite die Gletscherverhalten in den Rocky Mountains. Da beginnt das Abtauen der Gletscher, oder wie hier geschrieben wird, die Abkürzung der Gletscher, folgt einem 180-Jahr-Trend. Die beginnt also 1850 vorher und lange bevor wir hier Öl oder Gas verbraucht haben. Und das geht auch für die Gletscher in den Alpen. Das sind hier unten die Gletscher in den Alpen. Die haben also praktisch die gleiche Skala. Wir haben eine Gletscherschmelze ab 1820, also 130 Jahre bevor der anthropogene CO2 die anthropogenen CO2-Emissionen aussetzen. Nun, das Ganze sehen wir hier, sieht man hier auf einem Bild so aus für die Alpen, der Steinmeier-Gletscher, da ist oben die obere Linie angegeben, 1856, 1922, dann so weiter. Und hier unten die Gletscher in den Himalaya und Karakorum, die weit vor 1900 angefangen sind aufzutauen. So, wenn man jetzt die Kurzzeitdaten auswertet, oder so wie ich das gemacht habe, dann sehen Sie oben, das ist ein Beispiel, die Karte für die Kurve für Alice Springs. Und nun kann man das einteilen in Erwärmungen, Abkühlungen und so weiter. Dann haben wir hier 7 Phasen. Wir haben im Zeitraum von 1880 bis 2010 einen Wechsel von 4 Kalt- und 3 Warmzeiten. Und die geben dann gemeinsam eine Abkühlung von 0,33 Grad. Einzelbeispiele, die das ein bisschen deutlicher zeigen, für Vilnius keine Erwärmung. Einzelheiten für Nordaustralien keine Erwärmung. Und hier haben wir dann Einzelbeispiele für die ganze Welt, auch keine Erwärmung, mit Ausnahme dieser beiden, El Obeid und Kalkutta, das sind also UHI-Effekte. Ansonsten keine Erwärmung. Und
Jetzt habe ich das für alle Kontinente mal so zusammengetragen, immer so eine Auswahl. Das sind hier jetzt 16 Beispiele für europäische Städte. Und ich habe dann immer, um das zu vergleichen, da oben die Vergleichsbasis dabei gemacht. Und Sie können hier schon sehen, dass wir einen Wechsel haben, aber Sie können nicht erkennen, dass wir eine Erwärmung seit 1950 haben. Das habe ich jetzt auch gemacht hier für Russland und für noch alle anderen Kontinente. Das kann ich Ihnen aber jetzt hier nicht alles zeigen, weil die Zeit dazu nicht erlaubt. Aber was man auch noch sehen kann, wenn man das mal jetzt für einen Kontinent aufträgt, himmelsrichtungsmäßig, dann sehen Sie hier Afrika von West nach Ost und von Nord nach Süd, regionale Unterschiede oder ähnliche große Ähnlichkeiten. Das heißt, man kann erkennen, wo waren die Bedingungen, die geomorphologischen Bedingungen anders oder wo waren sie gleich. Sehen Sie mal hier Dakar, dann Kimberley und Cape Town. In der Mitte dann ist das Aswan und Harare und Bloemfontein. Und rechts haben wir Port Sudan und Tananarivo und Durban. Manche sind gleich, manche nicht. So. Und nun hat die Natur uns einen Gefallen getan und widerlegt die Prognose mit dem CO2, indem wir trotz der CO2-Emissionen Abkühlungen haben seit 1995. Und die sind von allen Kontinenten jetzt. Das ist eine Auswahl von allen Kontinenten. So. Ich kann hier nur wenige von zeigen, aber ich habe 1079 von solchen Grafiken. So, also wir können auch hier die Frage stellen, CO2 wo? Man kann es nicht erkennen. Und wenn ich jetzt, ich habe gesagt, wir haben 4 Kaltphasen, 3 Warmphasen und wenn ich für jede Phase, stets für alle, die dazugehören, die Mittelwerte bilde und trage die Mittelwerte auf, also die gemittelten Gradienten der Phasen auf, dann komme ich zu diesem Bild. Das heißt Abkühlung, Erwärmung und so weiter. Interessant ist die Abkühlung der Phase 5, denn eigentlich müsste ich hierfür 2 Linien einzeichnen. Eine, die bis 1960 eine etwas geringere Abkühlung hatte und eine andere, die nach 1960 besonders starke Abkühlung hatte. Aber gerade da ist ja das CO2 verbraucht worden. Da hätte man das eigentlich sehen müssen. Sieht man aber nicht. Und das Ganze aufgetragen in einer Tabelle. Da sehen Sie Phase 1, kühler, wärmer und so weiter. Und dann haben Sie hier die mittleren Änderungen. Und wenn wir auf der rechten Seite in der Spalte die Summe sehen, haben wir in der Zeit, in der diese Messungen gemacht worden sind, auf der Welt eine Abkühlung von 0,32 Grad. Und wenn man, das steht jetzt hier nicht drin, und wenn man jetzt den UHI auch noch abzieht, denn der erwärmt das ja nicht, dann wird aus den 0,32 Grad 0,4 Grad. So. Und das sehen Sie hier, wir haben das hier auch nochmal gemacht, das ist mit UHI und ohne UHI Phasen 5, 6 und 7. Und diese Phasen 5, 6 und 7, die beginnen nämlich mit den CO2-Emissionen gleichzeitig. Ja. Eine Wirkung von CO2 ist nicht erkennbar. Und parallele Bestätigungen gibt es. Hier zum Beispiel eine Zeichnung vom Hedley. Da haben wir hier der CO2-Gehalt, grüne Linie steigt an, aber die Temperaturen, die von Hedley gemessen worden sind, die senken sich ab in der gleichen Zeit. Ein anderes Bild von 1979 bis 2013. Da sind hier alle die wesentlichen Institute da drin. NCDC und GIS und Hartkrug und so weiter. Da sehen Sie, wir haben ständig die Schwankungen. Wir haben hier auch die übliche Erwärmung schon. Aber hier wird es dann wieder gerade. So, und nun habe ich noch eine kleine Überraschung. Bei uns zu Hause, in meinem Heimatort, gibt es einen pensionierten Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes und der betreibt eine kleine Wetterstation und misst immer
sehr sorgfältig, er macht ja ganz prima die Temperaturen morgens und abends und so weiter und so fort. Und dann hat er, der hat 1994 angefangen, ich habe mir mal die Daten von ihm besorgt und dann sieht das so aus, bis 2012 hatten wir eine Erwärmung von 0,049 Grad, also so gut wie gar nichts, aber man konnte teilen in eine Erwärmung von Januar 94 bis August 2003 wurde es etwas wärmer, nämlich um 0,0005 und danach wurde es etwas kühler um 0,002 und nun hat er uns einen Gefallen getan, indem er nicht nur die Temperatur gemessen und aufgetragen hat, sondern auch die Sonneneinstrahlung. Und die passen beide ganz gut zusammen. Ja, Folgerung. CO2 und Klima. Der Einfluss von CO2 auf das Klima ist nicht erkennbar, denn es gab stärkere Warmphasen vor dem Beginn der Emission und es gab lange Kaltphasen trotz zunehmender Emission. Die Aussage des Lexikons der Physik von 1959 ist bestätigt, CO2 ist als Klimagas bedeutungslos. Entgegen dem Postulat der offiziellen Klimapolitik ist es nie emissionsbedingt wärmer geworden. Zwischen 1880 und 2010 erfolgten die üblichen Wechsel, die auch in der vorindustriellen Zeit stattgefunden haben. Und angeblich waren nach 1950 die Erwärmungen stärker und sind schneller. Das war früher auch so. Folgerung 2a, CO2 als Baustoff, Mindestpflanzenwachstum 150, Uratmosphäre 10%, davon sind noch 0,4%. Sie wurden für die Bildung der Produkte verbraucht und sind dort geblieben, gebunden in der Kohle, im Erdöl, im Erdgas, im Kalkstein. Folgerung Nummer 2 als Baustoff, Kalkstein ist am Verbrauch von CO2 mehrfach beteiligt. Korallenriffe haben Massenkalke ergeben, Skelette vieler Tierarten bestehen aus Kalk, große Kalkgebirge sind daraus entstanden und das CO2 im Meerwasser, da wird Kohlensäure draus und das löst sich mit dem gelösten, bindet den gelösten, das gelöste Calcium und gibt Kalk als Element. So, und nun gibt es hier den CO2-Verbrauch als Baustoff und hier will ich Sie auf eine Besonderheit hinweisen, nämlich wir hatten einen sehr hohen CO2-Gehalt vor 5.500 Millionen Jahren. Der ist hier im Carbon auf Null runtergegangen. Warum? Weil wir dort weltweit sehr große tropische Regenwälder hatten, aus denen dann unsere Kohle geworden ist. Der CO2 hat sich dann erholt durch Vulkanausbrüche und hat sowohl hier als auch hier sehr oft Artensterben. Wir haben in der Zeit Artensterben gehabt, dass 90% aller Tier- und Pflanzenarten gestorben sind. Unter anderem auch wegen des CO2. Es gibt noch andere Gründe, aber das ist so kompliziert hierfür. Sehen Sie, und jetzt geht die CO2-Linie wieder runter und daraus ergibt sich dann die Folgerung 3, CO2 zurück in die Atmosphäre. Der CO2-Verbrauch durch die Biosphäre geht weiter. Würde das Minimum von 150 ppm unterschritten, müsste der Planet Erde das Wachstum der Biosphäre unterbrechen, wie das am Ende der Karbonzeit schon geschah. Zur Sicherung der Biosphäre empfiehlt sich, CO2 aus seinen Produkten in die Atmosphäre zu entlassen, damit Pflanzen und Tiere sich auch künftig ernähren können. Außerdem, Brot für die Welt braucht mehr CO2, nicht weniger. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Bitte mich um die Frage.